Da bin ich reingegangen in den Nebenraum, es war tatsächlich eine Veranstaltung drin und das war eine Veranstaltung. Ich habe das aber zuerst einmal nicht mitgekriegt, weil ich natürlich zunächst nach meinem Platz geschaut habe. Es war eine Veranstaltung von der NPD. Ach du Schande. Wirklich lauter Skinheads drin. Ich, Idiot, mach beim Neigen nur einen blöden Witz, gell? Sag ich, ist halt Versammlung von der Friseurinnung. Ja, weil das ist bei mir so. Das ist bei mir so. Wenn ich irgendwo dazukomme und ich kenne die Leute noch nicht, dann mache ich jetzt erst ein bisschen Gaudi, ein bisschen Spaß, damit das Eis gebrochen ist. Jetzt haben die das aber nicht halb so lustig gefunden wie ich. Jetzt kommt so ein riesentrumplatterter Vollkoffer, kommt auf mich zu, grumpelt, hat einen Baseballschläger in der Hand und hat dann gesagt, ne fuck, ich geh mal heichen, ich geh mal, hau, ich geh mal rein. Ich hab mich ja zuerst gar nicht verstanden. Dann aber auch nicht. Und, das hat ihm total geärgert, gell? Jetzt steht er da und sagt, wo kriegst du mal heim? Sag ich, was ist los? Wo kriegst du mal heim? Sag ich, ich versteh dich nicht. Wo kriegst du mal heim? Ein bisschen heim? Sag ich, ruhig, Brauner, ruhig. Gell? Aber nicht einmal das hat er lustig gefunden. Die haben, ich weiß nicht. Die haben keinen Humor, wirklich. Und auf einmal holt er mit seinem Baseballschläger aus und habe ich gesagt, super, jetzt haut der Depp einen Schädel ein. So großartig, da fährst du nach Heidelberg, weißt du einmal, wo du schön sehen willst und jetzt haut er dir ein Kürbisblatt. Der Baseballschläger kommt runtergesaust und in einer unglaublich präzisen und dennoch blitzschnellen Körperbewegung hab ich mein Brünn runter da, weil man denkt hat, dann haut er mir die wenigstens nicht zusammen, weißt? An so einen Schmarrn denkt man manchmal, gell? Und der Baseballschläger kommt immer weiter runtergesaust. Und jetzt, das ist wirklich so, wie man immer sagt, ich habe das aber nicht gewusst. Aber es ist wirklich so, im Angesicht des Todes zieht der Lämmer an dir vorbei. Es ist mein gesamtes Leben, wie ein Film an mir vorübergezogen. Habe ich gesagt, super, den Schmarrn wollte man echt nicht nochmal anschauen. Aber da kannst du überhaupt nichts dagegen machen. Wie ein Film zieht dein Leben an dir vorüber, dann kommt die Schrift, Ende. Und der Baseballschläger kommt immer weiter runtergesaust. Und jetzt war er vielleicht nur so weit von meinem Kopf weg. Weiter war er nicht mehr weg. So weit war er weg. Und auf einmal, ich weiß bis heute nicht, wo das hergekommen ist. Auf einmal, vielleicht ist er von ganz, ganz oben gekommen. Auf einmal, wie Schuppen. Fahrt es mir in die Glieder. Mensch, ich habe mein Gewebeband dabei. Ich habe keinen blassen Schimmer gehabt, was ich da damit machen soll. Aber instinktiv habe ich es aus der Tasche rausgezogen und dann habe ich blitzschnell also noch schneller wie jetzt habe ich so ein Stickel so weg, hab's abgerissen, hab das wieder eingesteckt und dann hab ich's ihm entgegengehalten. Und dann ist mir gekommen, was das für ein Schwachsinn ist. Du kannst keinen Baseballschläger aufhalten, indem du an so einem geschissen Stiegel Gewebeband hinhältst. Jetzt war mir das so peinlich, jetzt wollte ich es wegschmeißen. Das geht nicht, das pappt wie die Sau, das wärst du nie wieder los. Ich wollte es aber loswerden, weil es mir unangenehm war. Weil die anderen Skinheads auch schon alle gesagt haben, was willst du mit dem Gewebeband? Habe ich gesagt, ich weiß es noch nicht. Und wollte es unbedingt loswerden. Und es geht nicht. Dann habe ich es mir einfach schnell da herpappt. Deutsche Volksgenossen und deutsche Volksgenossinnen. Ich habe es
dem deutschen Volk versprochen. Ich werde das Weltjudentum erfreien! Das ein deutsches Volk ist erfreien! Freies sein, ein freies sein, heute freien, heute freien! Diese kleine Freien ist ein deutsches Volk, ist eine Freien! Jetzt haben die... Jetzt haben die als Warner angefangen. Denen sind die Tränen runtergelaufen. Die haben geweint wie die kleinen Babys. Der Führer ist wieder da. Der Führer ist wieder da. Und wir haben gemeint, du bist tot. Haben uns die Russen angeschwindelt. Der Führer ist wieder da. Geh, jetzt lasst uns nicht mehr alleine. Jetzt gehst du nicht mehr weg. Habe ich gesagt, jetzt geh ich nicht mehr weg. Nein, nein, sag ich. Gut, heute Abend muss ich noch mal 2 Stunden weg, aber... Sag ich, dann komme ich wieder. Und dann machen wir den totalen Krieg. Dann haben sie gesagt, ja genau, dann machen wir den totalen Krieg. Ah, das wird nett.